Wir sind wieder bei den geilen Pfannen. Hier hat es auch wieder die geilen Pfannen mit Wabenmuster am Start. Ultra High Quality. So, der nächste Tag hier auf dem Campingplatz, wenn man nächster Morgen eigentlich sagen kann. Wir haben ewig lang geschlafen, es ist schon 10:55 jetzt. Und hier hinten sind extrem viele Boote, keine Ahnung, wir sind irgendwie an so einem Angelsee. Und sind morgen die ganze Zeit Autos gekommen, die jetzt hier irgendwie angeln gehen. Hier ist nämlich auch irgendwie so ein Fisch. Zentrum oder kann man zwei Tüten pro Tag angeln. Wir machen jetzt hier vorne da in dem Eck noch zwei, drei Bilder und dann fahren wir weiter nach Invercargill. Gell? Wir sind an dem Fotospot gerade. Sieht eigentlich ganz cool aus, die Sicht. Ob die Bilder was geworden sind, ist die andere Frage. Die Sonne ist ein bisschen schlecht gerade und hier hinten ist der See, wo die ganzen Boote drauf gehen. Kann man sich auch mal anschauen hier. Sieht auch ganz cool aus. Ja, und wir packen es jetzt wieder und fahren weiter. So sehen übrigens die Gravel Roads hier aus. Wir sind in Invercargill angekommen und sind jetzt im Warehouse. Tun hier ein bisschen, weiß ich nicht, Outdoor-Equipment noch holen, Gaskocher, Öl. Dieses Mal hole ich auf jeden Fall Öl fürs Auto. Ich wollte jetzt schon dreimal welches kaufen, habe dreimal keins geholt. Wir sind wieder bei den geilen Pfannen. Hier hat es auch wieder die geilen Pfannen mit Wabenmuster am Start. Ultra High Quality. Ja, und jetzt wird geshoppt. Hier hat es auch noch geilere Pfannen, passt auf. Mega Mini. 3 Dollar. Geil. So, wir gucken jetzt nach Öl. So, ich habe es endlich mal geschafft, Öl zu kaufen. Ich fülle jetzt mal meinen Karren auf und dann schauen wir mal im Hostel vorbei und schauen nach Flügen. Also wir sind jetzt hier in dem Hostel in, wie heißt es, Invercargill. Und wir wollen hier nach Flügen schauen. Wir wollen nämlich nach Stewart Island fliegen demnächst. Deswegen haben wir jetzt auch gerade ein Zelt gekauft und noch einen Gaskocher, einen kleinen. Ja, und wie heißt das Hostel? Das heißt Southern Comfort. Also wenn ihr günstige Flüge wollt nach Stewart Island von Invercargill, kommt auf jeden Fall hierher. Kostet nämlich nur 125 Dollar. Und das sind so Standby-Flüge. Also das Hostel sagt ihr dann, alles klar, wird da schon Platz frei und fliegst morgen. Und dann läuft es. Und jetzt schauen wir mal, ob wir was bekommen für die nächsten Tage. Also in dem Hostel konnten wir uns nicht so richtig weiterhelfen. Deswegen gehen wir jetzt zur Eiszeit. Die ist hier vorne in so einem Museum drin. Und fragen hier nochmal, ob es hier diese Standby-Flights gibt. Also wir sind jetzt auf dem Weg zum Flughafen, weil die Frau bei der Eiszeit gesagt hat, sie kann das nicht buchen. Wir müssen es direkt am Flughafen machen. Und es sind jetzt 4 Kilometer bis zum Flughafen. Und dann wissen wir gleich mehr. Also wir sind jetzt hier gerade am Flughafen gewesen, haben unseren Flug für morgen. Woohoo! Geht nach Stewart Island. Richtig günstig. Standby-Flights. 125 Dollar hin und zurück. Also wir sind gerade jetzt noch im Pack and Save einkaufen, planen ein bisschen rum, was wir alles essen wollen. Wir wissen noch nicht ganz genau, wie lange wir unterwegs sind, aber wir denken mal so um die 5 Tage rum. Das heißt 5 Tage auch kein Internet. Hört ihr also mal eine Weile lang gar nichts von mir. Und haben jetzt hier so Müsli-Riegel, Äpfel und halt Spaghetti-Soße und Oats und alles Mögliche gekauft oder kaufen noch. Ja, und dann geht's auch auf den Campingplatz, wenn wir hier fertig sind. Also wir sind am Campingplatz, essen gerade ein bisschen, packen gerade ein bisschen alles zusammen für morgen. Wie man hier sehen kann, hat alles das ganze Essen eingepackt, Besteck. Ja, und dann legen wir uns ins Auto, gehen relativ früh pennen heute, weil wir morgen um 8:30 Uhr schon am Flughafen sein müssen.
Und von hier, also ein bisschen außerhalb, fährt man bestimmt auch nochmal 3/4 Stunde. Das heißt, wir stehen um 6.30 Uhr auf oder sowas. Wir müssen noch unsere Schlafsäcke dann einpacken morgen früh. Ja, und dann geht's los. Wir freuen uns schon voll. Und ich bin auf das Flugzeug gespannt. So, wir packen jetzt ungefähr schon seit einer Stunde unsere Sachen. Sind jetzt aber fertig. Ja, und legen uns dann gleich ins Auto. Und ab jetzt heißt es Akku sparen. Ich kann dann auch gar nicht mehr. Ich versuche mir das einzuteilen. Gar nicht, für, ich weiß nicht ganz genau, wie lange wir bleiben. Ich denke mal so um die 3-4 Tage. Morgen früh noch kurz ein Video hochladen und dann hört man eine Weile lang nichts mehr von uns. Also,